Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Menschen in Deutschland fragen sich zu Recht, wie es zu dem schrecklichen Attentat am 19. Dezember in Berlin kommen konnte. War der Attentäter seit langem noch im Fokus der Sicherheitsbehörden, hatte Kontakt zur salafistischen Szene, wurde wegen mehrerer Straftaten wurde gegen ihn ermittelt, beziehungsweise es wurde versucht, gegen ihn zu ermitteln, ohne Erfolg. Nach 7 Sitzungen des GTAZ, des gemeinsamen Terrorabwehrzentrums in Berlin, bei denen Anis Amri Thema war, bilanziert man gemeinsam. Und das ist nochmal wichtig festzustellen, gemeinsam, wer war das denn? Das war das Landeskriminalamt und das Landesamt für Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen, das Bundeskriminalamt, der Bundesnachrichtendienst, das Bundesamt für Verfassungsschutz, der Generalbundesanwalt, die Bundespolizei, das Landeskriminalamt und der Landesverfassungsschutz des Landes Berlin. Gemeinsam bilanziert man, und nicht nur Herr Laschet, der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, sondern gemeinsam, auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse, kein konkreter Gefährdungssachverhalt erkennbar. Eine fatale Fehleinschätzung, genau 6 Wochen vor dem Attentat. Und nicht nur die Opposition hat hier Fragen. Selbstverständlich haben wir die auch. Die liegen auf der Hand. Was war denn der Grund für die falsche Einschätzung der Gefährlichkeit? Konnte man das auch mit damaligem Wissen schon anders einschätzen oder sagt man das nur aus heutiger Sicht? Zweitens, warum konnte man ihn nicht inhaftieren oder ununterbrochen überwachen und beobachten? Lag es vielleicht schlicht am fehlenden Personal? Gab es hier Fehleinschätzungen? Fehlten Rechtsgrundlagen? Wer hat die Entscheidung getroffen? Und drittens, und auch da verlässt hier die Fragen das Land NRW. Wurde hier eng genug zusammengearbeitet? Gab es Zuständigkeitslücken? Vor allen Dingen die Zusammenarbeit zwischen Verfassungsschutz und Polizei, aber nicht nur auf Länderebene, sondern, ne, Herr Laschet, auch beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Welche Rolle hat das gespielt? Wie arbeitete man mit den Landesverfassungsschutzämtern von Berlin und NRW zusammen? Selbstverständlich haben wir all das, auch wir als regierungstragende Fraktion, zum Thema von 3 Innenausschusssitzungen gemacht. Keine im Übrigen unter 4 Stunden. Und wir stehen auch weiter für Aufklärung. Und deswegen, Herr Stamp, Herr Kollege Stamp, finde ich das eine infame Unterstellung, angesichts dieser Sitzungen und das, was wir dort betrieben haben, daraus schlicht eine Verweigerungsfront für Aufklärung zu machen. Das ist eine Skandalisierungsrhetorik. Ich sage mal, die FDP ist im postfaktischen Zeitalter mit solcher Skandalisierungsrhetorik auch angekommen. Ja, weil es ist schlicht falsch. Es ist schlicht falsch. Und in welcher Veranstaltung, frage ich Sie, haben Sie hier gesessen? Und wo wurden denn da Antworten verweigert? Was genau auch nicht zur Aufklärung, zur objektiven Aufklärung aller vorgelegten Fragen, die auch wir haben, beiträgt, Herr Laschet, Herr Stamp, Frau Brandt, ist die Einsetzung eines PUAs, so wie Sie sich ihn vorstellen. Das ist doch Wahlkampfstrategie und das ist durchschaubar, dass es Wahlkampfstrategie ist. Sie wollen, geschenkt, Sie wollen die Regierung attackieren. Ich würde Ihnen sagen, das ist auch genau Ihr Job, das sollen Sie auch tun. Ja, aber mit diesem Instrument des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, und das wird hier offensichtlich, betreiben Sie hier Missbrauch. Denn mit diesem Instrument werden Sie vielleicht versuchen, die Regierung zu treffen. Vielleicht schaffen Sie das auch. Aber Sie werden hier nichts Wirkliches zur Aufklärung beitragen können. Denn, und das sage ich Ihnen auch, warum. Das sage ich Ihnen auch, warum. Warum haben Sie den Sonderermittler, den die Ministerpräsidentin Ihnen angeboten hat, direkt nach dem Anschlag, es war relativ kurz danach, gab es eine Einladung der Ministerpräsidentin, einen Sonderermittler einzusetzen? Sie hätten Möglichkeit gehabt, die Fragen mit zu definieren. Ich gehe mal davon an, die Ministerpräsidentin wäre offen gewesen für personelle Vorschläge. Welche Fragen kann man dort stellen? Sie sind ja noch nicht mal hingegangen. Sie sind ja noch nicht mal hingegangen und haben hier versucht, sich an einer Aufklärung in dieser Form zu beteiligen. So viel übrigens zum Thema, Herr Stamp, Verweigerungsfront. Auch hier straft das Handeln der Regierung ihrer These Lügen. Zweitens. Sie formulieren in Ihrem Antrag, und das haben wir ja dann auch deutlich gemacht mit unseren Ergänzungen, ausschließlich einen NRW-Bezug. Es ist uns ja noch nicht mal gelungen, hier auf Seite 2 bei der Sachverhaltsdarstellung, nicht beim Untersuchungsauftrag, steht dann so lapidar Sachverhaltsdarstellung. Ja? In diesem Zusammenhang rückte NRW in das Zentrum der bundesweiten Debatte und so weiter. Da haben wir vorgeschlagen, in diesem Zusammenhang rückte NRW neben Berlin in den Blickpunkt.
Nein, Berlin durfte da nicht stehen. Herr Laschet, das ist doch durchschaubar, wenn Sie solche Ergänzungsvorschläge ablehnen, dass es Ihnen hier nicht um das Gesamtbild geht, sondern nur darum geht, hier den Fokus auf NRW zu legen. Und das ist einfach nicht sachgerecht. Das ist nicht sachgerecht. Drittens, und im Übrigen in Berlin, das ist ja klar, in Berlin wird da nicht über den PUA geredet. Das ist jedoch Aufklärung nach Parteibuch und ich halte das auch für sehr durchschaubar. Drittens, Sie arbeiten permanent mit Vorfestlegung im Antrag. So schreiben Sie hier, bei einer Zusammenführung der Ermittlungsverfahren wäre es möglich gewesen, seit Bekanntwerden der Täter Schafft Amris, wurden mehrere Möglichkeiten erörtert, hier irgendwie was machen zu können. Das sind Spekulationen, das sind Vorfestlegungen, das sind Standpunkte, Empfindungen, Meinungen, die man aber wohl sortiert, nämlich nur in einem ganz engen Ausschnitt, wiederum nur da, wo NRW und der Minister betroffen ist, mal hier so in den Raum stellt. In einem seriösen Einsetzungsbeschluss hat sowas nichts zu suchen, sondern da stellt man Fragen, formuliert konkrete Fragen, die sich aus dem Sachverhalt ergeben. Am Schluss des Antrags entlarven Sie sich selbst. Sie stellen dar, dass Sie selber nicht mehr daran glauben, dass in nicht mal 100 Tagen so ein PUA tatsächlich hier eine seriöse Aufklärung liefern wird. Das sagen Sie ja selber. Und Herr Laschet, waren Sie eigentlich schon mal in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss? Das, was Sie hier gerade skizziert haben, wie man mal so ratzfatz hier in 90 Tagen das alles erledigt kriegt, halte ich für nicht seriös. Selbst wenn wir am Freitag, wofür natürlich selbstverständlich auch wir zur Verfügung stehen, hier Beweisbeschlüsse fassen, müssen Akten angefordert werden, gelesen, ausgewertet werden, auf der Grundlage Zeugen geladen werden, vernommen werden und auch diese Aussagen dann ausgewertet werden. Dies ist schlicht, wenn man wirklich den Gesamtsachzusammenhang seriös hier aufarbeiten will, ist schlicht nicht möglich. Wir haben dazu Änderungsvorschläge gemacht. Sie haben sie schlicht abgelehnt. Sie haben nicht mal Mühe gegeben. Sie haben sich noch nicht mal Mühe gegeben, den Anschein zu erwecken, es ginge Ihnen hier um objektive Aufklärung und um die Sache. Wir wollen alles dafür tun, dass weiter, wenn es Fehler gegeben hat, diese benannt werden und vor allem daraus die richtigen Schlüsse gezogen werden. Das ist eine Arbeit, die kann nicht auf den Wahltermin hin ausgerichtet sein. Die muss darüber hinausgehen. Und was nicht hilft, das sage ich hier der Opposition auch ganz klar, was heute und im Innenausschuss übrigens auch in jeder Sitzung passiert. Ignoranz von Fakten, Überbietungswettbewerb bei Vorwürfen, Vorfestlegungen. Ich sage nur, hier wurde ja mal russisches Roulette gespielt, Herr Stamp, eine Ihrer schlimmsten Äußerungen im Übrigen, die durch nichts belegbar oder sogar widerlegbar sind. Diffamierung von leitenden Beamten aus den Ministerien bis hin zu den Verschwörungstheorien. Und da gipfelte es ja heute auch, dass die da in den Ministerien ja jetzt alle sitzen und die Schredder anwerfen. Da gehen wir mal hier mal so von aus, dass da die Schredder schon angeworfen sind. Ich finde, diese diffamierende Unterstellung, diese Verschwörungstheorien, finde ich am Ende ein Schlag ins Gesicht der Opfer dieses Anschlags. Denn all das trägt nicht zu einer seriösen Aufarbeitung, unabhängig, objektiv, nicht nach Parteibuch und nicht abhängig von einem Wahltermin bei. Und wir werden uns weiter daran beteiligen, dass es nicht in dieser Form passiert. Dankeschön.